Sachte. Ganz langsam. Nicht anhalten. Weiter. Hugo! Wo kann er nur hin sein? Denk nach, Amicia. Denk nach. Ist das ein Dorf? Hier? Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia, ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius, seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht. Aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh, sieh selbst. Hugo, geht es dir gut? Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Hugo, wo bist du? Das ist er. Ich will nach Hause. Hugo. Lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht. Na, das gäbe noch mal eine schöne Prämie obendrauf. Lacht nur, solange ihr noch könnt. Habt ihr euch also versteckt? Hugo, wo bist du? Das ist er. Hugo, lass mich gehen. Er ist hier. Oh Gott sei Dank. Hör auf zu brüllen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß es nicht. Na! Warum liegst du hier so rum? Amicia! Ich bin hier. Alles wird gut, Hugo. Es ist vorbei. Hey, geht es dir gut? Sie haben dir nicht wehgetan, oder? Nein. Aber warum bist du davongelaufen? Ich hab Mama gehört. Sie hat nach mir gerufen. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Nichts weiter. Ich dachte wirklich, dass sie es war. Sie hatte Schmerzen und... Sie hat keine Schmerzen, wo sie jetzt ist. Darüber haben wir doch gesprochen. Aber... Sie ist fort, Hugo. Das musst du akzeptieren. Gehen wir zurück. Na gut. Wir müssen zurück zum Chateau. Ah!
Mama? Amicia, das ist Mama. Ach, was? Es kommt von da drüben. Wir müssen gehen. Nein, du gehst da nicht hin. Aber warum? Lass mich los. Hugo! Ich komme, Mama. Komm zurück. Mama, wo bist du? Nein, Hugo! Da, sie ist da drin. Mama! Hör auf, das ist sie nicht. Nein, nein! Hugo, ich brauche dich. Ich komme, wo bist du? Das ist nicht Mama, Hugo. Mama, ich kann dich nicht sehen. Nein, nein. Haltet den Bund, lasst mich gehen. Ihn getan und ich würde euch wieder töten. Ich würde euch alle töten. Oh nein, nicht sie. Nein. Hugo, bist du das? Da kommt jemand. Ich bin Hugo. Mama, nicht bewegen. Ich komme. Aus dem Weg. Lass mich durch. Was Hugo? Tust du? Komm her. Das ist doch kein Ort für ein Kind. Fass sie nicht an. Wo ist deine Schwester? Nein. Meine Schwester? Oh, ich höre jemanden. Es ist niemand da. Komm. Geh hier. Geh wieder zu deiner Mutter. Alles klar. Es ist fertig. Kann ich jetzt zu ihr? Das wird der Großinquisitor entscheiden. Aber ihr habt gesagt... Meine Worte spielen keine Rolle, nur die des Großinquisitors. Aber sei versichert, dass du ihm sehr wichtig bist. Ich muss Mama finden. Oh, mein Kopf. Hört auf. Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Was zum... Was ist das? Das ist jetzt die vierte Nacht in Folge beim Episanguis. Wird das jemals enden? Bald. Die Stunde der Beschwörung rückt näher. Denk nur an Vitalis. Im Vergleich dazu ist dein Opfer nicht der Rede wert. Einzigartiges Gold. Ich breche dich, um den Weg zu öffnen. Den Weg zum Blut des Auserwählten.
Medikus, wie geht die heutige Veredelung voran? Die Qualität ist exzellent, aber die Menge des rohen Episanguis schrumpft. Unsere Sammler fallen den Ratten zum Opfer. Gebt euer Bestes. Das Leben des Großinquisitors hängt von der Qualität eures Destillats ab. Inquisitors wird vom Biss überwältigt. Ich habe Angst, dass er seinen Geist angreift. Keine Sorge, das Blut des Jungen wird das Gleichgewicht der Kräfte wiederhin. Vorsicht! Ad Lucem. Verdickt sich. Wir werden bald die Filter wechseln und die Behälter auskratzen müssen. Fässer. Wir haben das Soll fast erreicht. Das hoffe ich, denn mehr können wir nicht produzieren. Es grenzt an ein Wunder, dass Vitalis Körper solche Mengen an Episanguis haben. Ich habe keine Angst, keine Angst. Und durch die Stadt patrouillieren soll. Bist du auf der Liste? Ja, ich bin auf dem Platz vor der Kathedrale. Oh, dann bist du gleich neben dem Großinquisitor, wenn er uns befreit. Und ich sitze hier fest. Wir treffen uns alle hinterher. Das Ende des Blisses. Das wird ein Fest. Komm schon, sei mutig. Sanguis-Dampf. Ich werde noch blind von dem Zeug. Ganz sicher. Verdammt. Der Großinquisitor ist sehr beschäftigt. Beschäftigt? Ich bin der Erzbischof. Ich vertrete den Papst. Monseigneur, die Mission des Großinquisitors ist heilig. Seine Mission wurde nie von der Kirche abgesegnet. Ich sehe hier nichts als Ketzerei und Okkultismus. Und ihr alle folgt ihm auf seinem Pfad zur Hölle. Wählt eure Worte mit Bedacht, Exzellenz. Bei eurem... Mein Kopf! Mama, wo bist du? Oh nein, er darf mich nicht sehen.
Magister, der Text erwähnt eindeutig die Himmelfahrt eines Kindes während der großen justinianischen Pest. Ich wusste es. Die römischen Adligen isolierten ihn von den Menschen und beteten ihn im Geheimen an. Vielleicht ein Vorfahr von Hugo de Roon. Weiter. Sie sprechen über mich. Wenn er das Land vom Biss befreit, gewinnt der Großinquisitor die Bewunderung der Leute und damit beispiellose politische Macht. Die Anwesenheit von Erzbischof Gauthier sagt eine Menge. Der Hof des Papstes ist besorgt. Das sollte er auch. Er hätte eingreifen sollen, als er noch die Gelegenheit dazu hatte. Die Prima Macula. Am Rande der ersten Schwelle verschlingt sie den verlorenen Träger oder schreitet neben dem, der sie zähmt, Meister oder Sklaven. Es sieht so aus, als wäre da drüben etwas. Genau da! Nichts. Falscher Alarm. Hä? Täuschen mich meine Augen? Sehen wir nach. Die Forschungstexte von Beatrice de Roons. Was? Forschungstexte von Beatrice. Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Forschungstexte von Beatrice de Roon sind alle verschlüsselt. Ich gebe auf. Ich habe gute Neuigkeiten. Sie haben sie endlich in den Keller verlegt. Dann wird sie endlich reden. Wird auch Zeit. Mama! Großinquisitor, der Erzbischof ist eingetroffen. Sehr gut. Bringt ihn herein. Vitalis. Monsignor Gucci, hattet ihr eine angenehme Reise? Spart euch das Geplänkel. Wir sind eurer Spielereien müde, Vitalis. Spielereien, Erzbischof?
Können Spielereien die Zukunft der Welt verändern? Hört ihr euch selbst reden? Ihr habt den Verstand verloren. Und das... Mit Verlaub, es ist wichtig. Wir haben das Blut von Hugo de Roon. Habt ihr es untersucht? Ja, jedoch, Monseigneur, der Junge sollte die erste Schwelle bereits erreicht haben. Doch etwas in seinem Blut scheint den Prozess zu verlangsamen. Die Makula ist noch in ihrem Ursprungszustand. Allerlei. Schenkt man den Büchern Glauben, wird mein Blut mit seinem verbunden sein. Erreicht er die nächste Schwelle, so werde ich sie mit ihm erreichen. Fahrt fort. Genug. Ihr mögt den Märtyrer spielen, aber erlaubt mir, euch die Augen zu öffnen. Ihr seid ein widerwärtiger Ketzer, dem die Macht zu Kopfe steigt. Der Papst sieht in euch eine Gefahr, Vitalis Benevent. Man wird euch exkommunizieren. Man kann einen Menschen exkommunizieren, Erzbischof. Doch keinen Heiligen. Eure Inquisition ist vorbei. Und ein neues Zeitalter bricht an. Eines, in dem Marionetten wie ihr vor mir niederknien und um Vergebung betteln. Er ist hier. Ausgezeichnet. Seht nach, ob Beatrice de Roon wieder bei Bewusstsein ist. Er macht mir Angst, aber ich muss ihm folgen. Warum wehrt sie sich so? Wir haben dasselbe Ziel. Wir bekämpfen auch die Pest. Nur unsere Methoden sind verschieden. Ihre Tochter begeht denselben Fehler. Narren. Doch, was war das? Rührt euch! Ad ignem. Ad lucem. Also, habt ihr den Großinquisitor gesehen? Ja. Das Blut des Trägers fließt in seinen Adern. Die Beschwörung wird stattfinden. Wunderbar. Das Ende der Pest ist nah. In der Tat. Bleibt aber weiterhin wachsam. Zur Gefangennahme des Jungen. Wir haben ihn wochenlang gesucht. Und dann taucht er einfach hier auf, weil er seine Mutter sehen will. Pah! Er hat wohl Sinn für Humor. Den wir ihm austreiben werden. Da fällt mir ein, ich wollte seine Mutter noch persönlich aufsuchen. Was wird er mit ihr machen? Was ist es? Was war das? Ich seh mal nach. Ja, geht! Schnell! Nein, nichts. Gar nichts. Woanders lang, schnell! Hauptmann, man hat mir gesagt, der Träger der Makula sei hier. Stimmt das? Das
Das Kind hat sich heute Morgen selbst gestellt. Wie ich bereits sagte, wurde diese Wache verschlungen. Doch nicht vollständig. Ihre Knochen wurden von den Ratten zerkleinert und weggeschafft. Zu welchem Zweck? Um sie in die Materie zu integrieren, die wir überall finden. Etwa ihre Nester? Sie bauen ihre Nester aus unseren Toten? Ganz recht. Und da die Leute sterben wie die Fliegen, werden die Nester am Ende ein riesiges Nest bilden, wenn wir nichts unternehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Dann lasst uns beten, dass Vitalis Beschwörungszeremonie tatsächlich stattfindet. Wo ist er? Ohne ihn werde ich Mama nicht finden. Sag mal, eure neuen... Warum höre ich euch nicht wie die anderen? Und ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Akribische Kreuzung und ein wenig Alchemie haben ihre Instinkte gezügelt. Ganz zu schweigen von der Nahrungsumstellung. Herr Kleiner, gut. Hilf mir. Nein. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey. Nein. Sag mal, eure neuen Ratten hier. Wir müssen sie transportieren und... Ihr habt nichts von ihnen zu befürchten. Hey, Kleiner, hilf mir. Hilf mir. Was hat er denn nun schon wieder? Hey, stirb gefälligst leise. Wir arbeiten hier. Mir wäre es lieber, wenn er sich Zeit lässt. Die Ratten mögen Frischfleisch. Verdammt sollt ihr sein. Ihr werdet alle zur Hölle fahren. Ihr und eure verfluchten Ratten. Genießt die Ruhe. Euer Tod ist nicht das Ende. Euer Blut wird eine neue Rasse von Engeln nähren. Sie sollen eure Kinder sein. Euer Stolz. Das ist schrecklich. Ihren Sohn mit einem Messer an der Kehle sieht, wird sie kooperieren. Senior Nicholas ist vorbeigekommen. Das wird schmerzhaft für die Drohung. Geschieht ihr recht? So eine gebildete Frau. Sie hätte sich uns anschließen sollen. Sie ist viel zu stur, aber damit wird unser Folterknecht schon fertig. Sie muss in der Nähe sein. Nicht weg. Da draußen sterben. Das würde dir nicht gefallen, glaub mir. Hier ist deine Leiche wenigstens noch für unsere Alchemisten von Wert. Du kannst dich glücklich schätzen. Dreckskerl. Hey, Kleiner. Was zum Teufel machst du hier ganz allein? Sch, ich muss meine Mama finden. Die Alchemistin? Du solltest nicht. Hm.
Magistra Derun. Ja, redet. Zum letzten Mal werdet ihr meine Fragen beantworten. Oder seid ihr vielleicht immer noch nicht über das Schicksal eures Gatten hinweg? Nun, unser Folterknecht wird sich um euch kümmern. Ihr werdet eure Stimme im Nu wiederfinden. Oh nein, ihr kommt zurück. Schnell verstecken. Mama? Ah. Mama. Hugo? Aber sie haben... Amicia sagte, du bist tot, aber du lebst. Amicia. Mein Liebling. Du musst gehen, wenn sie dich finden. Nein, ich bleibe bei dir. Oh, Hugo. Haben sie dir Blut abgenommen? Oh mein Gott. Hör zu, Hugo. Wir gehen zusammen. Doch du musst die Schlüssel finden. Sie müssen sie in der Kammer am Ende des Korridors aufbewahren. Kommst du dorthin? Gut, dann los. Geh. Du musst sehr vorsichtig sein. Komm zurück, sobald du die Schlüssel hast. Wenn ich zurückkomme, muss alles bereit sein, damit wir beginnen können. Verstanden? Ja, Senior Nicholas. Na schön, du hast ihn gehört. Ich bereite alles vor. Die Alchemistin wird reden. Das wird ein Spaß. Mach einfach deine Arbeit. Der Wachhauptmann mag keine Improvisation. Und ich auch nicht. Ja, natürlich. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ich muss sie loswerden. Also gut. Das könnte mir eine Beförderung einbringen. Mehr Autorität, Ergebnisse. Nun denn. Die Folter muss effizient sein. Die Bewohner, die Ort einer echten Dame. So weich. Egal, die Klingen sind geschliffen. Hammer, Zange, Brandeisen, Säge, alles bereit. Habe ich was vergessen? Wenn Amicia hier wäre. Nein, ich brauche sie nicht. Oh, die Ratten. Die haben alle Angst vor den Ratten. Wenn ich sie befreien könnte. Ja. Vertreiben. Laternen. Sie mögen keine Laternen. Es funktioniert. Kusch. Nicht hinsehen, nicht hinsehen.
Ja, siehst du, Amicia, Mama wird... Oh, mein Kopf hört auf zu schreien. Sie können immer noch durch. Ich muss sie da wegbekommen. Vielleicht mit der anderen... Mama, ich hab's geschafft. Sehr gut. Komm, schnell. Alles ist gut. Dir tut niemand mehr weh. Mein Held, wie fühlst du dich? Dein Kopf? Sie spricht jetzt mit mir die ganze Zeit. Und was sagt sie? Sie sagt, ich soll mich hier anschließen. Die erste Schwelle. Mama, ich hab Angst. Wir kommen hier nicht raus. Wir haben keine Wahl. Wenn ich bei dir bin, die Stimme, kannst du ihr antworten? Kannst du sie hören? Ja. Sie haben alle dieselbe Stimme. Sie tut mir im Kopf weh. Ignoriere sie nicht. Gib dich ihr völlig hin. Hab keine Angst. Ja. Lauf nur, du Feigling. Du hast wohl Angst, was? Nico, das ist kein Spiel. Diese Kraft ist gefährlich. Du musst dich beherrschen. Ja, Mama. Ist das meine Krankheit? Du bist nicht krank, Nico. Es ist eine Gabe. Ich erkläre es dir später. Eine Gabe? Dränge sie zurück. Nur bis... Ich dränge sie zurück. Nur bis wir durchkommen. Übertreib es nicht. Ich versuch's. Straße.
Kisten sind in sehr schlechtem Zustand. Wie sollen wir das liefern? Fehlt bloß noch, dass wir einen dieser Käfige verlieren. Sei vorsichtig. Herausfinden. Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Was haben Sie mit diesen Ratten vor? Normal, dass du müde wirst. Sag mir, wenn es dir schlecht geht. Ja. Bisschen kompliziert. Aber Amicia kann es nicht. Nein, ich erkläre es dir später. Wir haben uns gestritten, Mama. Nicht so schlimm, Liebling. Lass uns erstmal hier herauskommen, ja? Ihr seid also wieder mit eurem Sohn vereint. Ich weiß, was ihr ihm angetan habt.
Ihr habt, was ihr wolltet, nun lasst ihn gehen! Ihr beleidigt mich, Madame de Roon. Euer Sohn ist der natürliche Träger der Makula und sie ist noch nicht mit ihm fertig. Ebenso wenig wie ich. Aber das wisst ihr. Vitalis, bringen wir es zu Ende. Nikolas, ihr könnt das nicht verstehen. Du spürst es auch. Nicht wahr, mein Junge? Wir sind durch Blut verbunden. Was denkst du, Hugo? Deine Familie wächst. Ich flehe euch an. Ich helfe euch. Aber lasst meinen Sohn gehen. Sein Schicksal ist nicht, ein Dirun zu sein. Er gehört hierher. An meine Seite. Ihr seid ein Scheusal. Ein Scheusal? Madame, ihr habt ja keine Vorstellung. Sag deiner Mann, liebe Wohlkleider. Tu dir nicht weh! Noch nicht wie erhofft erreicht. Wisst ihr warum? Amicia. Wegen Amicia? Wie lästig. Doch es dauert nicht mehr lange. Und wir haben noch andere Trümpfe auf der Hand. Bringt sie fort. Lasst ihn in Ruhe. Was wollt ihr denn noch? Viel mehr. So viel mehr. Bei mir bleiben, damit ich es auch bekomme. Keine Bange, Hugo. Ich glaube an dich. Wir werden unser Ziel erreichen. Amicia, sie ist wach. Ruhig, Amicia. Hugo. Shh. Arthur und ich haben dich aufgespürt. Du warst 3 Tage verschwunden, Amicia, und wärst fast gestorben. Wir hatten große Sorge. Hugo. Lasst mich allein.
Komm, hör auf zu träumen. Geh zu den anderen. Die Ratten kommen bald. Wir müssen die Feuer entzünden. Komm schon! Könntest du bitte aufgehen? Au, ich spüre meine Finger nicht mehr. Du fühlst dich auch einsam, was? Na los, nur Mut. Nur noch ein Tag. Die Suppe. Wer war noch mal dran? Melli? Nein, dafür riecht sie zu wenig nach Pfeffer. So viele Äpfel hatten wir noch nie. Hugo hätte sich damit vollgestopft, bis er platzt. Rodrik konnte wegen des vielen Schnees noch nicht weiterarbeiten. Ist das Schloss immer noch zugefroren? Ich glaube, ja. Rodrik arbeitet im Innenhof. Der Winter ist hart dieses Jahr. Gut geschlafen? Fühlst du dich besser? Ein bisschen. Hast du wieder von ihm geträumt? Ja. Ich werde dir ein besonderes Gemisch aus Johanniskraut brauen. Schon in Ordnung, Lukas. Das brauche ich nicht. Ich vermisse ihn einfach. Ich muss akzeptieren, dass er nicht zurückkommt. Na gut. Ich werde mal nach den anderen sehen. Kannst du Melli von den Problemen mit der Truhe erzählen? Natürlich. Melli wird wahrscheinlich sagen, piss einfach drauf. Aber dafür ist es viel zu kalt. Moment, was? Schon wieder zu? Ich sag's dir, das ist die Kälte. Die ist fast schlimmer als Rost. Was machst du denn hier? Hugo hätte dich finden sollen. Und ich will hier bleiben. Wirklich? Und was wenn? Was wenn, was wenn, was wenn du nicht mehr wie ein Tier leben müsstest? Oh. Hallo, Amicia. Hey. Tut mir leid. Störe ich? Nein. Arthur meinte nur, dass er weg möchte. Schon wieder. Komm schon! Ich will nur, dass wir überleben. Wie bisher auch. Hör zu. Es wird bald dunkel und wir müssen die Feuer anzünden. Kannst du mir helfen, Arthur? Na los. Und geh ihr nicht zu sehr auf die Nerven. Warum sollte ich das tun? Weil du nervtötend bist, deswegen. Oh, Lukas braucht Hilfe mit seiner Truhe. Ja, sicher. Er will mich einfach nur sehen. Aha. Wann immer du willst, Amicia. Los, bringen wir die Feuerbecken in Position. Fangen wir mit dem hier an. Ja, genau. Wir machen das schon seit Wochen, Amicia. Tut mir leid. Ich schlafe einfach besser, wenn ich weiß, dass der Graben nachts gesichert ist. Also, wie geht's? Ich fühle mich alt. Hast dich gut gehalten für eine alte Frau. Danke. Hör mal, ich kenne deinen Bruder nicht gut, aber... Er würde dich mögen. Meinst du? Du hast uns gerettet. Du wurdest gefangen genommen und bist entkommen. Du bist wie ein Held aus einer Geschichte. Ein Held? Aber er wäre traurig, wenn du gehen würdest. Das sollte passen.
Mir reicht's! Alles in Ordnung, Rodrik? Ja, alles gut! Ich krieg das schon noch hin! Hey, beruhige dich! Wenn du alles kaputt machst... Geht doch! Jetzt bleiben die Feuerbecken an ihrem Platz. Die Rodrik-Methode. Willkürlich, aber effektiv. Ha, probiert's mal aus. Schon dabei. Gut, übernimmst du das hier? Ich kümmere mich um das andere. Wenn du soweit bist. Hey, geht es dir gut? Ja. Warum? Das war ziemlich heftig. Die Fußtritte. Mein Vater war auch so. Ich führe nur die Tradition weiter jetzt, da er... Egal. Wie steht's mit dir? Oh, mir geht's gut. Mir fehlt der Knirps auch. Hey, weißt du was? Wir könnten den Suchradius erweitern. Rodrik, das ist sinnlos. Es ist schon ein Monat her. Bereiten wir einfach den Graben für die Nacht vor. Na gut. Arthur will dich ganz für sich allein haben, stimmt's? Ach, sei still. Liebste Amicia, erlaub diesem verlorenen Briganten euer Herz zu stehlen. Nimm ein Bad, du stinkst. Welch lieblicher Minnesänger ihr doch seid. Dann mal los, das Feuerbecken muss ganz am Rand stehen. Aus diesem Graben kommt keine Ratte mehr raus. Dieses System gibt es aus gutem Grund. Ausgebildete Soldaten wird es nicht aufhalten. Arthur, Melly ist es leid, auf der Flucht zu sein. Melly und ich sind keine Menschen wie ihr. Aber vielleicht ist Melly nicht wie du. Ich verstehe schon. Du kümmerst dich um das Feuerbecken auf dem Wall. Ich zünde die hier an. Thank you.
ihn ganz allein geschoben. Ein Karren, so groß wie eine Kuh. Hör auf zu lachen, das ist kein Scherz. Ich stell mir nur vor, wie du eine Kuh schiebst. Ehrlich, das war unglaublich. Überall. Frag Anicia. Siehst du, sag dir einfach, dass wir hier etwas haben und dass wir Leute wie dich brauchen, um es zu verteidigen. Ich denk drüber nach. Gut, ich bin fertig. Stimmt was nicht? Thank you.
danke. Du verdienst deinen Ort. Das ist in Ordnung. Komm, gehen wir rein zu den anderen. Ich hoffe, ihnen geht's gut. Wenn die Ratten reingekommen sind... Amicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie können damit umgehen. Ich will kein Risiko mehr eingehen. Ich werde nicht noch jemanden verlieren. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt liebend gern so weit wie möglich weg von hier. Ich bin leider kein Zauberer. Geht es euch gut? Nein. Was zum Teufel ist los? Arthur, wurdest du gebissen? Nein. Wir müssen hier weg. Aber die Burg kann sie abwehren. Lukas, es waren noch nie so viele. Das ist kein gewöhnlicher Angriff. Was zur Hölle ist das? Hier lang! Schnell! Geh, tu, was getan werden muss. Hugo. Los! Hugo, das war Ellie, was machst du an der Tür? Sicher. Sie geht nicht nach. Was haben sie mit Aus ihm gemacht? Weg. Die Ratten! Er hat... Er kann sie kontrollieren. Da. Ja, mit der Makula. Wo kommt man da hin? Keine Panik. Das Chateau wurde für solche Situationen gebaut. Dein Chateau ist baufällig. Die Ratten kommen spielend leicht durch die Verteidigungsanlagen. Ich muss mit Hugo reden. Ich kann... Du bist verrückt. Wir müssen abhauen. Amicia, er hat recht. Geh durch. Nein, nein. Töte sie, oder ich töte deine Mutter vor deinen Augen. Hugo, ich bin Amicia, deine Schwester. Töte sie, Kind. Dann behält Vitalis dich vielleicht an seiner Seite. Hugo, nein. Nun komm, Junge. Sie bedeutet dir nichts mehr. Ich habe überall nach dir gesucht. Worauf wartest du? Überquere die verdammte Schwelle, Träger! Hör nicht auf ihn, Hugo! Genug! Ich verfüttere sie an deine Ratten! Fass ihn nicht an, Mistkerl! Mistkerl! Er kam freiwillig zu uns, weil du ihn verraten hast! Dank ihm wird Vitalis bald der einzige Träger der Makula sein! Was? Nein! Hugo ist der einzige Träger! War der einzige Träger! Sein Blut fließt nun in den Adern des Großinquisitors. Arthur, jetzt! Stirb! Ihr werdet in der Hölle sterben! Wir haben den Bastard! Amicia! Arthur, sieh nach, ob er tot ist. Ich muss mit Hugo sprechen. Geh. Ich kümmere mich um ihn. Hugo? Hugo! Ich will nur mit dir sprechen. Er kann dir nichts mehr antun, Hugo. Guck mal! Schon gut. Ich bleibe stehen. Du kannst herkommen. Komm. Du hast gelogen. Nein. Nein. Ich... Hugo. Ich wollte dich beschützen. Ich... Bitte. Du hast gelogen.
die Schwelle. Du hast es geschafft. Nein. Arthur! Für euch habe ich keine Verwendung mehr. Klinge ist noch warm, wie ihr bald herausfinden werdet. Moment, die Ratten. Sie gehorchen dir, oder? Hier müssen doch welche in der Nähe sein. Sie sind hier, aber haben Angst vorm Feuer. Dann löschen wir sie. Wir brauchen die Ratten. Töten. Ich reiße sie in Stücke. Melly, es tut... Halt einfach den Mund, verstanden? Bitte, hör auf. Ich töte sie. Ich verbrenne ihr verfluchtes Banner. Melly, das schaffst du nicht. Was ist mit dir? Stehst du einfach nur rum? Wacht auf, seht euch um. Du weißt nicht, was du da sagst. Ich weiß, dass wir abgeschlachtet werden. Wir alle. Sie haben meinen Bruder, deinen Vater, euren. Wir haben nichts mehr. Nichts. Sie hat recht. Amicia, das ist Wahnsinn. Wir sind fünf. Gegen eine Armee. Ich denke, dass wir jetzt viel mehr sind. Hat er die Schwelle überschritten? Ja, ich denke schon. Hugo, was willst du? Ich will Mama retten.
Das ändert natürlich alles. Selbst wenn wir sterben, was haben wir zu verlieren? Wir? Nichts. Doch Vitalis, jetzt können wir ihn aufhalten. Dann lass uns gehen. Auf den Tod! Auf den Tod! Tod.